Bonjour, nein Spaß. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start, Episode Nummer 5 in FIFA 16 Ultimate Team. Und heute haben wir die beiden vergessenen deutschen Superstars Mario Gomez und Lukas Podolski in einem Team und wollen die beiden mal ausprobieren. Meine Stimme, wie ihr hört, ist immer noch ein bisschen, verkratzt. Ich muss mich mal räuspern, aber gerade keine Lust dazu, deswegen lasse ich das. Aber natürlich kommt trotzdem dieses Video. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr habt in der letzten Episode richtig positives Feedback gegeben, auch zu meinem Spanisch. Allerdings muss ich euch sagen, ich kann nicht vor jeder Episode eine andere Sprache machen. Ich spreche einfach so viele Sprachen nicht. Ich spreche ja nur Spanisch und Englisch und Deutsch. Eventuell kommt mein Video auf Spanisch oder Englisch. Aber ansonsten, was die Intros angeht, muss ich mal gucken. Französisch könnte irgendwann kommen, wenn ich es ein bisschen mehr drauf habe. Momentan bin ich ja noch ein blutiger Anfänger. Aber bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es erstmal bei Bonjour. Ich weiß, was mit meinem Hals los ist. Bis gerade ging alles und jetzt plötzlich geht gar nichts mehr. Alles klar. Unser Team heute um Mario Gomez und wie gerade eben bereits angesprochen, Lukas Podolski zusammen mit Carillo, André und hier haben wir João Mario, genau. Dann haben wir Meireles, Cheju, Ramon Mota, Idris Kameni, der Real Madrid ja zerstört hat, Bassong und Niom. Richtig interessantes Team, würde ich sagen. 5 Nationen und 4 Ligen sind es, meines Erachtens. Und mit diesem Team, oder sind es sogar 5 Ligen und 4 Nationen, nur andersrum, ne? Ja, 5 Ligen, 4 Nationen müssen sein. Und mit diesem Team wollen wir jetzt im Idealfall den Gegner, ich will jetzt nicht sagen zerstören, aber doch schon irgendwie 5 Ligen, 5 Nationen sind es. Es sind 5 Ligen und 5 Nationen. Alles klar. Gar nicht mal so schlecht. Genau das wollen wir heute tun. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Run, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und jetzt suche ich einen Gegner und bis gleich. So, Freunde, Gegner gefunden. Er hat nicht die volle Chemie, er hat nur 80. Allerdings hat er sonst ein komplett spanisches Team. Nicht die besten Spieler, aber auch nicht die schlechtesten. Koke als rechter Mittelfeldspieler, dann Aleix Vidal als Stürmer. Ich weiß nicht, wer das da von Malaga ist. Dann hat er links, einen Rechtsverteidiger als Innenverteidiger. 2 Rechtsverteidiger als Innenverteidiger. Keine Ahnung, was er bezwecken möchte. Aber einfach wird es trotzdem nicht wissen, weil FIFA ist ja, Übrigens, 96 Mütze heute haben gegen Darmstadt Support. Und natürlich Ziele auf der, Reservebank der Inform. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich noch machen. Kommt eventuell auch irgendwann mal in der Deal-With-Folge. Nebenbei bemerkt, eigentlich sollten heute 7-Minute-Squads kommen. Die kommen nicht. Warum? Ich habe ein Team um Lewandowski gebaut. Das blende ich euch spaßhalber jetzt mal ein, wo das Team gerade hier da ist. War an sich echt nice. Die Folge war auch an sich gar nicht mal so schlecht, abgesehen vom Spiel, wo ich glaube, 26 Schüsse, 14 aufs Tor und er hatte 7 und 1 aufs Tor und er hat 1-0 gewonnen. Aber von dem ganzen 7-Minute-Squad ist nichts mehr da. Die Datei ist beschädigt. Das Spiel ist da, wie ich es gebaut habe, nicht. Deswegen seht ihr heute Deal With. Naja, so, auf geht's. Podolski mit der Ecke, Meireles mit dem ersten Abschluss. Warum nicht mit rechts, mein Freund? Aber egal, war in der Situation schwierig. Oh, João Mario. Haut da mal einen raus mit links. So, nee, Gomez schießt nicht die Ecken. Oh, sondern Podolski auf Gomez. Das wäre natürlich jetzt ideal gewesen. Was ist denn das für ein Start hier mit den Schüssen? Carillo 1-0, ja, Wolski abgefälscht noch von Kiko Garcia, aber ist ja auch egal. Gomez mit der Vorlage, auch das kann er normalerweise bei Fischik, das darfst du eigentlich auch nicht machen, ne? Momentan ja sehr erfolgreich, was das Toreschießen angeht. Hier mit der Vorlage Podolski, ja momentan bei Gala auch gar nicht so schlecht. Also das läuft für die beiden, die kommen langsam wieder hoch. Gomez, einer für die Nationalmannschaft, schreibt es mal in die Kommentare. André mit dem 2-0 und wieder Gomez mit der Vorlage. Was hat denn der für einen Strich? Das hat die überhaupt nicht erwartet. Im Hintergrund übrigens heute mein momentanes Lieblingslied, wenn alles glatt gegangen ist. Und das passt irgendwie gar nicht so wirklich, weil ich dachte, das Spiel wird schlecht, aber das ist hier ja... Boom, alter Schwede. Viel zu einfach und viel zu wenig Gomez. Warum steht Carillo in der Mitte? Aber egal, 3-0, das ist mega easy gerade. Gehen wir zu Spiel Nummer 2. Oh, Freunde, das Ganze dürfte jetzt nochmal schwieriger werden. 100 Chemie und ordentliche Bewertungen. Oh ja, ist ein Hybrid und zwar bestehend aus der Premier League, der Serie A und der Ligue 1. Mit Victor Valdes im Fliegenfänger, dann noch Bonner, Zuma und Baba. Zusammen mit Abate, sehr starke Defensive davor, Schneiderlin. Dann haben wir Bonaventura und Diarra, auch 2 sehr starke Spieler. Feke, Menez und Batshuayi. Ja, viel besseres Budget-Squad kannst du dir eigentlich gar nicht bauen. Das sieht sehr, sehr stark aus.
Der Elfmeter nach gerade mal 3 gespielten Minuten und jetzt... Yeah! 1:0 und dann haben wir endlich sein Tor. Nicht nur eine Vorlage, sondern auch eine Bude, genauso wie das sein muss. Normalerweise hätte ich Podolski den Elfmeter schießen lassen. Aber diesmal macht es Mario Gomez, Mario Gomez. Und bald ist es chancenlos. Say what? Was ist das denn? Wofür das denn? Ich ahne ganz Böses. Ich ahne sehr Böses. Sehr, sehr, sehr Böses. Oh, doch nicht. Wieder André, André und... Oh, das war eigentlich als Rabona-Flanke geplant. Gomez perfekt geschickt von Carrillo und verzieht. Mit dem schwachen linken Fuß. Verdient ist es irgendwie, aber es ist natürlich wieder so ein typisches FIFA-Tor, ne? Richtig unglücklich. Nee. Alles klar, Jeremy. Deswegen stürmt. Grätschst du als Stürmer nicht, nicht stürmst du als Grätscher nicht. Oh, da hat sich so alles gegen mich gewendet, gerade in diesem Spiel. Ich merke quasi, wie das Tor gleich fallen wird. Es ist ein Wunder, dass es noch nicht gefallen ist. Oh, das wäre so schön gewesen, ne? Aber vielleicht auch ein bisschen übertrieben. So, jetzt aber Podolski nicht so schnell wie Abate und der Schuss dann auch nicht so gut. Hat ja einen geilen Schuss, keine Frage, aber das kann er bisher noch nicht zeigen, einfach weil er in die Position kommt. Nein, das wäre die Chance gewesen, die letzte der Partie wohl. Wenn Podolski den richtig angenommen bekommen hätte, so geht es wahrscheinlich gleich in eine Verlängerung. Wir sind locker schon in der 107. Minute oder sowas. Alles klar, Verlängerung. Oder auch nicht, weil der Gegner keinen Bock mehr hat. Gut, damit beenden wir diese Episode mit einem zweiten Abbruch vom Gegner und dementsprechend gefühlt mit dem zweiten Sieg. Verdient war es im Endeffekt nicht, sieht man auch gleich an der Statistik. Also von den Schüssen her war er mir deutlich überlegen. Vom Spielerischen her nicht unbedingt, aber er hat halt aus allen Situationen draufgeballert ganz gerne mal und war damit im Endeffekt auch einmal erfolgreich. Ich hoffe trotzdem, trotz dieses zweiten Spielabbruchs, dass euch die Episode gefallen hat. Podolski hat leider nicht getroffen, Gomez hat immerhin gezeigt, was er drauf hat, zumindest in gewissen Teilen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.